Ja, hallo, liebe Verbraucherfreunde, ich bin's, der Tenchi, und wir spielen Factorio und wir verbrauchen heute sehr viel Sachen. Ich habe hier mal, erstens, habt ihr bestimmt in den Kommentaren schon erwähnt, ja, diese Knickarme waren falsch rum, die haben irgendwie nach innen gezeigt, nicht nach außen. Kann passieren, hab ich schon korrigiert. Und, ja, wie man sieht, geht uns langsam das Erz aus. Also gerade das Erz von oben geht uns gerade tierisch aus, wie man sieht. Ja, aber es ist okay. Also ich hoffe mal, dass wir das oben komplett abbauen irgendwann, damit wir das mal abbauen können. Das brauchen wir nämlich nicht. Wobei komplett abbauen wird schwer, weil hier ist noch so ein Stück. Moment. Also man sieht ja immer da, wo die abbauen, der Abbaubereich. Hier fehlt noch was. Da helfen wir mal schnell nach. Dann machen wir hier auch nochmal. Erstmal bringt das ein bisschen mehr Erz in den Keller. Weil hier nach unten und so. Hey, Keller, stehst du? Und, oh, ja, natürlich, wenn man es falsch umdreht. Und dann können wir tatsächlich alles abbauen. Wir haben jetzt noch 7,3000 drin, 6000, 4000. Dauert noch ein bisschen, bis das abtransportiert ist. So, aber hier wird halt ordentlich hergestellt. Gerade die Fließbänder. Wir fressen die ja wie Sau. Ja. Okay. Gut, dann. Wir machen mal ganz kurz Pause. Moment, ich muss kurz unterbrechen. Okay, da bin ich wieder. Also, was wir machen wollten, Leute. Wir produzieren ja 1000 Sachen. Wir wollten hier jetzt nicht nur die Arme machen, sondern wir wollten auch die Fließbänder machen. Also machen wir hier noch eine schöne kleine Fabrik aufbauen. Und wir müssen die Bänder hier langsam echt weiterziehen. So, mal schauen, wie wir das machen. Ich glaube, das machen wir als erstes. Wir haben noch ein paar Fließbänder einstecken. Das ist schon mal gut. Ungefähr hier soll das hin. Also, wir ziehen jetzt erstmal die Bänder hier runter. Das muss einfach auch mal gemacht werden. So, hier ist unser Kupfer. So. Das heißt, der andere Müll kann dann nachher weg. Werden wir gleich mal hier abzwacken. So. Ich will das nicht einstecken. Ich habe so schon 1000 Millionen Kupferplatten. Aber dann machen wir einfach eine Kiste hin irgendwo. Dann passt das schon. So. Später gibt es auch schnellere Abbaumöglichkeiten. Dann dauert das nicht so lange. Kann man auch später noch machen. Ja, alles chillig, alles cool. So, hier haben wir leider schon das Eisen, ist technisch, ja. Wow, oh, fuck. Puh, fast zu viel abgebaut. So. Ich brauche eigentlich kein unterirdisches Fließband mehr. Ich kann einfach hier so lang ziehen. So ganz easy. Ziehe ich einfach hier so lang. Dann machen wir hier so. Huch. Und dann machen wir hier so. So sollte von der Länge her, glaube ich, reichen, dass man sagen kann, hier geht es dann später weiter. Das kommt alles weg. War das nicht? So. Okay. So, haben wir das geschafft. So, dann. Das hier soll eigentlich nochmal gerade weitergehen. Wäre, glaube ich, eine gute Idee. Ich glaube, ich habe rein ins Mikrofon gepustet. Es tut mir echt leid, Leute. Mein Plopschutz ist heute irgendwie nicht so richtig. So. Dann, let's go. Du machst dann dahin. Und du stellst her. Du stellst nur den Billigmüll her. Nehmen wir mal. Keinen Billigmüll. Es ist ja. Nee, doch, Fließbänder. Ist Billigmüll. Ist doch nichts. Das ist doch bloß das Band hier. Kann ich nicht einfach hier irgendwie abzwacken noch? Moment mal, lass mich doch hinkriegen. Da muss ich mal gucken. Das muss doch funktionieren, dass ich einfach hier abzwacke. Hier irgendwie. Da bin ich mal gespannt, ob das hingeht. Ich noch nie probiert sowas. Sieht ziemlich komisch aus. Mal schauen. Wenn ich so mache. Ja, locker, locker. Funktioniert. Nice. Da müssen wir nichts abzwacken extra. Da müssen wir nicht hier irgendwie abzwacken, sondern können wir einfach hier lang. Yeah. Warum nicht? Wenn es genau die gleiche wenn das genau das gleiche ist, frisst das ja nichts weg. Muss ja trotzdem funktionieren. So. Dann noch ein bisschen Strom. Okay, dann ein bisschen erweiterbar müsste man schon bauen. Ich mache aber erstmal, ja, grob hierhin. So, da haben wir noch eine, das ist dann quasi die Lade, die Speicherfläche. Die Speicherfläche, das ist die Speicherfläche, ja. weil hier dieses Band, da werden jetzt ein paar Sachen drauf liegen bleiben. So, und fertig. Geil, wir haben unsere Produktion gebaut. Und jetzt muss das ganze Zeug bloß noch, wir haben jetzt zwei Flaschenarten. Ja, es gibt aber dann die blaue Flaschenart noch. Die müssen wir natürlich auch nochmal angehen irgendwann. So, und jetzt die Frage, wo... Hier
Ich glaube, wir machen vorerst hier unsere kleine Laborsache. Ach, was ist denn los jetzt gerade? Ich hätte vielleicht nicht noch in der Zwischenpause noch was trinken sollen. Yeah, gerade fertig geworden, perfekt. Mitnehmen, mitnehmen. Hört auf, hier irgendwelche Flaschen in die Leere zu stellen. So, jetzt bauen wir das komplett hier weg. Die sind alle egal jetzt eigentlich. Muss ich eigentlich gleich komplett dann schließen. Und dann bauen wir hier drüben unsere kleine Anlage auf. Die können wir erstmal hier so hinbauen. Und später können wir die noch erweitern. Wenn ich jetzt hier richtig langes Band mache, dann werden die permanent schuften. Dann ist ein richtig langes Band voll. Bisschen übertrieben. Ist echt übertrieben. Ich weiß nicht, ob ich die so weit wegbauen soll. Dann haben wir hier ein richtig langes Band und dann wird uns die ganzen Ressourcen weggefressen. Aber hey, wer nicht wagt, der nicht... Ja, okay. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. So, so und so. Upp. So. So. Okay, dann haben wir hier ein Labor. Aber mal, wir müssen zwei Bänder machen. Das ist ganz wichtig. Wir brauchen jetzt zwei untereinander, weil das sind ja... Es gibt ja vier Flaschenarten. Das heißt, zwei Fließbänder sind da schon vonnöten. So. Rein, rein. Geht ja nur rein, kommt nie wieder raus. So. Dann machen wir einfach jetzt hier das erste Band. Nein, das ist ein... Oh, wieder voll dagegen geknatscht. So, hier oben geht es auch schlecht lang, weil da das... Hier ist auch mal alles schlecht. Alles schlecht. Alles schlecht hier. So, dann müssen wir das Plastik nochmal umlegen. Wir legen das Plastik noch um. So. Dann sollen wir ein bisschen umlegen. Sieht ein bisschen komisch aus, aber funktioniert. Darum geht es am Endeffekt nur. Es muss nur funktionieren. So. Oh, krass, mal wieder ein Angriff. Lang ist's her, lang ist's her. Hätte ich nicht gedacht. Eine ganze Folge lang kam nichts. Objekt wurde beschädigt. Turm sind in Kampfverwege. Hat die noch Munition, der Turm? Ja. Da müssen wir auch ein bisschen aufpassen. Das kann sein, dass irgendwann die Munition aus ist. Und dann gibt's Stress. Dann gibt's Stress mit den Aliens. Die wollen nämlich dann die Demokratie nicht annehmen. Und ihr wisst alle, was passiert, wenn die Aliens unsere Demokratie nicht annehmen. Da müssen wir ein bisschen nachhelfen mit Bomben und so. Ne, so ein bisschen... Wir müssen ja die Aliens befreien. Das ist ganz... Oh shit, hier kommt ja mal ein Band hin. Ugh. Oh Gott. Geil. Tenchi, das war sehr klug von dir. Jetzt gleich wieder abmachen. So. Okay. Lalalala. Na gut, sagen wir mal so, ein bisschen übertrieben Bomben. Bomben, das ist nicht unsere Art. Wir fahren mit Panzern nach rein. Das ist ja auch... Oh nein, was ist das denn? Moment, Moment. Fucky, fuck, fuck. Oh Gott. Oh Gott. Willkommen auf Snoops Kanal. Leute, willkommen auf Snoops Kanal. Ach du Scheiße. Oh Fucky. Oh nein. Oh Gott. Oh shit. Oh fuck. Geil. Einfach nur geil. Oh. Und ich baue auch noch so richtig schön... ich baue noch alles so schön um, ne? Erstmal hier noch das Plastik weggemacht, weil es im Weg war. Oh Gott. Oh Mann. Hey, das ist so dumm. Das ist einfach nur so dumm. Oh. Oh Mann. Oh. Okay. Ja, passt schon so. Das war alles geplant. Ich wollte nur ein paar Sachen... Alter, ich habe so viel... Oh. Da müssen wir auch dafür sorgen, dass das nochmal aufs Band kommt später. Aber ich muss nie wieder Kupfer holen. Das ist auch ein Vorteil. Hat seinen Vorteil. Hat alles Vorteile. Alles nur Vorteile. So, dann kommen wir unten alles abbauen hier. Brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Eh zu langsam. Alles hier ist ein... Nein, unser Werkzeug ist kaputt. Nicht schön. Dann machen wir uns gleich mal eine Stahlspitzhacke. Ich meine, es ist nicht so, dass wir vorher nicht auch eine gehabt hätten. Aber trotzdem... Weg, weg. Alter, was für ein Fehlmann. Ach, da werde ich noch meinen Enkelkindern davon erzählen. Ja, ja. Der Tenchi, wisst ihr nur, einmal, da habe ich... Oh, das war so krass. Oh, da habe ich... Oh. Hey, was steht hier, Kinder? War cool, ne? So, weg damit, alles weg. Hört auf, immer ins Leere zu knicken, ey. Ist so nervig. Oh, lol, lol, wir hatten schon eine Fabrik. Oh. Oh. Oh, ups. Shit. Alter.
Wird immer beschissen, das brauchen wir auch nicht mehr. Wir brauchen gar nichts mehr hier hinten. Krass. Was wir vielleicht bräuchten, ist hier die Munition. Das ist das Einzige, was hier unten jetzt noch ist, die Munition. Cool. Da haben wir jetzt ordentlich umgebaut. Haben wir echt ordentlich umgebaut. Oh Gott. Da haben wir sinnlos in der letzten Folge so eine Turmfabrik hingebaut. Naja, passiert, passiert. Das ist das Problem, wenn man nur einmal in der Woche spielt, dann kann man auch mal vergessen, dass man da irgendwas gebaut hat. Ah, Kacka. Kacka, Kacka, Kacka. Willkommen in meiner Welt. Nein, das ist ja... Nein! Oh, shitty. Oh, Kacke, Mann. Okay, dann machen wir jetzt einfach mal so. Passt auf. Hier, ne, hier können wir das machen. Dann machen wir, übertreibt man nicht, sondern so. Ja doch, ich werde übertreiben, aber richtig, richtig dick werde ich übertreiben. Dann mache ich jetzt hier, ja, die Hälfte rein, wollte ich sagen. Scheiß drauf, aber einfach alles rein. Die andere Kiste kann ich, muss ich ja eh nochmal abtransportieren. Da ist bestimmt noch was drin. Da ist bestimmt noch was drin. So. Sup, sup. Oh, das ist schön. 1000 Fließbänder haben wir jetzt. 1000 Fließbänder, die wir für was Wichtigeres verwenden könnten. So, und zwar für noch mehr. Da hier unten, das brauchen wir vielleicht noch für die Muni. Wobei wir die Muni eh noch transportieren per Hand. Die können wir auch hier oben irgendwo bauen, die Munitionsfabrik. Das wäre, glaube ich, eigentlich kein Problem. Als Stahl wollten wir noch produzieren. Stahl. Stimmt. So, Munitionsfabrik einfach weg. Komm, das ganze Ding kann weg. Und dann sieht ihr mal, Leute, bei Vectorio kann man auch sehr viel umbauen. Was ist das denn? Sprengstoff? Das klingt ja gut. Ein paar Batterien müssen wir noch machen. Wir wollen ja immerhin unsere Drohnen haben. Unsere Drohnen, die wollen wir noch haben. Jetzt habe ich noch 1000 Millionen Eisenplatten einstecken. Geil. Oh Gott. Oh Gott. Ich habe zu... Too much. Oh Gott. Oh Mann. Zu viel Müll drin. Moment. Da unten hat man eine Waffe irgendwo stehen. Da tun wir mal was rein. Ich hoffe, dass... Na, da passt nicht viel rein. Shit. Und ich bin auch so langsam. Ja, muss aber auch mal gemacht werden. Ein bisschen umbauen. Kommt man hier durch? Nein. Ih, ist das stinkig. Stinkt voll hier. Hä? Leute, ist ja kaum noch Erz da. Geil. Finde ich gut. Und hier? 200, 500. Ach du Scheiße, das ist echt das Erz dann unten weg. Ey, wir müssen langsam echt gucken, wo wir unser Erz und so ein Zeug herkriegen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Es sieht nicht gut aus. Da oben ist das einzige Erz, was wir noch haben. Oh shit, da müssen wir echt rausgehen. Da müssen wir rausgehen. An die frische Luft, ekelhaft. Hier ist noch ein bisschen Eisenplatten. Okay, die Eisenplatten, die Platten waren gar nicht das Problem. Ich habe einen Haufen Kohle einstecken, den ganzen Rotz. Achso, ich wollte den nur Strom machen. Und so. Dann kann ich das da drauflegen und dann wird das wieder ein schönes Doppelfließband. So. Okay. Munition ist ja relativ verteilt. Ich habe so viel Mist einstecken. Munitionsfabrik sollte man trotzdem irgendwann machen, beziehungsweise müssten wir eigentlich auch mal nochmal Schmelzen bauen. Lass mal einfach hier nochmal rausgehen, ein bisschen schmelzen und vielleicht noch Munition machen. Oh shit. So, dann versuchen wir ja mal rauszukommen. Also was wir brauchen ist das hier. Oh Gott, hier unten rauszukommen wird interessant. Ich glaube, wir machen das einfach so. Hier ein bisschen Platz machen. Weil ich sammle immer mehr Müll ein dadurch, dass ich hier alles abbaue. Sammelt man immer so viel Müll. So, wir brauchen eigentlich bloß die Eisenplatten, mehr brauchen wir nicht. Also machen wir einen Teiler da rein und dann fertig. Ganz easy, ganz geschillt. So. Und das sieht ein bisschen doof aus, weil ich hätte vielleicht hier bauen können. Nee. Dann eine ich habe keinen Ofen. Shit. Shit, shit, shit. Der fehlt natürlich dann noch. Ich glaube, ich Was war das für ein Geräusch? Hä, was war das für ein Geräusch? Hä, war das nicht gerade... Was? Was zur Hölle? War das nicht gerade das Geräusch von... Von hier... Von... Na, ihr wisst schon. Diesem Schleichspiel da. Wie heißt denn das? Ich weiß nicht. LOL. Hä, wo kommt das her? Was war das denn gerade? Das hat mich total verwirrt. Hä?
Das ist komisch. Aber okay. Muss ich mit leben. Solid Snake. Solid Snake hieß das, glaube ich. Solid Snake, glaube ich. Hä? Das ist total komisch. Das ist schon komisch. Okay, wir brauchen noch ein, wir brauchen noch mal rote Schaltkreis. Also, das ist so. Also, Leute, ihr seht schon, langsam wird es richtig cool. Langsam wird es cool, was hier alles für 1000 Sachen rumliegen. Hier oben, es wird alles noch sehr viel weggefressen, aber uns geht das Eisen aus. Das wird nicht mehr so, das wird nicht so cool sein, irgendwann. Aber, kriegen wir hin. Das bekommen wir hin, ja. Wie sieht's aus hier, die Kiste, da ist noch ordentlich was drin, sehr schön. So, ich werde jetzt hier noch eine Schmelze machen, eine kleine. Damit wir noch, ja, ein bisschen Stahl kriegen. Auch nochmal eine extra Kiste. Können wir natürlich begrenzen. Begrenzen wir mal. Wir haben jetzt so viel Munition. Begrenzen wir mal auf 1. Wo 1 ein bisschen wenig ist. Machen wir wenigstens 2. Kann ich ja schon mal reinschmeißen. So. Und hier begrenzen wir auch auf 2 Stahl. Stahlstecks. Ja. Aber was war denn das? Hä? Wo kommt der Sound? Ich verstehe auch nicht, wo der Sound herkam. Okay, wir haben jetzt, wir haben noch 9 Minuten, 8 Minuten haben wir noch. So, wir können ja schon mal schauen. Erstmal, wo wir noch mehr Erz herkriegen. Hier werden so ein bisschen noch ein bisschen Erz. Das ist total wenig. Ich kann echt nicht mal reden. Ich weiß auch nicht. Jetzt total wenig. Es ist total wenig. Ich würde euch nur einzeln setzen, aber es geht leider nicht. So, wenn, dann will ich das Zeug wenigstens schon mal alles rauskriegen. Dann machen wir hier noch eine Kiste hin. Dann kann er hier schon mal abbauen. Können wir das dann irgendwie aus der Kiste dann später weiterleiten oder so. Hier ist auch so wenig Licht. Vielleicht auch mal ab und zu mal eine Lichtquelle setzen. Weil die Lampen sind so klein. Das bin ich gar nicht gewohnt. Ich hatte damals mit den Mods, hatte ich so Riesenlampen, als ich mit Mods gespielt habe. Damals. Das klingt so, als wäre das 5 Jahre her oder so. Das ist schon... ist nicht ganz so lange her. Und da gab es auf jeden Fall ein bisschen mehr Sachen. Zum Beispiel auch große Lampen, die schöne... schön viel ausgeleuchtet haben und hier ist alles so dunkel. Tut mir echt leid, das vergisst man manchmal als Let's Player, dass man hier... Also ich sehe ja ein bisschen was, aber als Zuschauer möchte man schon ein bisschen mehr sehen als nur ein bisschen... Oh, ist der Strom nach oben abgekappt? Nein, der ist hier. Ah, die greifen wieder an, aber kein Problem. Wir haben ja jetzt da Türmchen stehen, wir können auch sogar noch mehr dahin pappen. Ist eigentlich kein Ding. Dann bauen wir gleich noch ein bisschen mehr. So, so. Hm... So. Okay. Sieht ein bisschen komisch aus, unsere kleine Fabrik. Aber ich glaube, es wird relativ klar, ne, wie das hier aufgebaut ist. Hoffe ich zumindest. So, wie sieht es denn mit der Forschung aus? Das läuft ja ganz gut, aber so, woran liegt's? Okay, hier könnte man zum Beispiel aufrüsten. Da könnte man sagen, okay, packen wir mal mehr hin. Vor allem hier, guck mal, auch die roten sind viel zu langsam. Die sind einfach zu langsam. Da können wir locker mal ein bisschen nachlegen. Ich muss sogar so krass nachlegen. Die roten werden, glaube ich, schneller produziert als die grünen eigentlich. Oder? Ne, die haben gleiche, oder? Produktionszeit. Können wir mal schauen. Die haben, glaube ich, 6 und die haben eine Produktionszeit von 5. Die sind schneller produziert, sind aber trotzdem sau wenig. Das kann ja was werden, du. Das kann ja was werden. So, rein. Rein. Rein, 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 rein. Bisschen Strom noch dazu. Dann passt das. Dann passt das. So. Kopieren, 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 kopieren. So. Dann könnt ihr jetzt mal ordentlich arbeiten hier. Schuftet mal ordentlich. Okay. Puh, 18 Minuten, 19 Minuten haben wir noch. Ne, haben wir nicht noch, sondern wir sind schon bei 19 Minuten. Schon voll krass, voll krass. So. Aber wie gesagt, ne, hier... hier wird sich alles dann stapeln, einfach weil wir auch so wenig Fabriken haben. Eigentlich müsste man hier noch mehr machen, aber das nächste, was wir machen werden, sind dann die blauen, beziehungsweise wollen wir halt die Logistikroboter bauen. Die sind geil. Ich find natürlich hier mit diesen Förderbändern finde ich es immer noch geiler. Ich finde es geiler, tatsächlich mit Förderbändern zu arbeiten, als mit Drohnen. Weil Drohnen, die fliegen überall hin, bringen alles irgendwo hin, überall. Die bringen überall alles hin, was man, wo man was möchte und so. Ich finde es tatsächlich mit Fließbändern cooler. Sieht geiler aus als mit so Flugrobotern. Die Frage ist, ob ich jetzt instant auf Flugroboter gehe oder ob ich schon mal anfange, für die blauen zu machen. Weil für die Flugroboter brauchen wir auf jeden Fall Batterien. Und Batterien, da brauchen wir Schwefel. Wir müssen ja erstmal Schwefel machen. Aus dem Schwefel müssen wir Schwefelsäure machen. Und daraus können wir dann Batterien basteln. Da brauchen wir noch Plastik, brauchen wir noch. Wir brauchen einfach alles. Alles und jeden. Hier Batterien. Können wir mal kurz gucken.
Wir würden ja gerne so Flugdinger basteln. So, hier die Logistikroboter wollen wir ja haben. Ja, Logistiksystem und Spielerlogistik gibt's alles. Und jetzt passt auf, die Dinger hier, die brauchen Flugrobotergestelle und erweiterte elektronische Schaltkreise. Die Schaltkreise haben wir. Diese Fluggestelle brauchen, glaube ich, noch einen Motor. Da müssen wir noch einen Elektromotor herstellen. Müssen wir noch Plastik machen. Dann Säure für die Batterien. Ja, ist alles nicht so einfach. Alles nicht so einfach. Hier die Batterien, können wir mal sehen. Die brauchen wir ja sowieso wegen den Wissenschaftspaketen. Da müssen wir auch Batterien herstellen. Und intelligente Greifarme. Intelligent auch noch. Oh mein Gott. Ja, die blauen sind echt nervig gewesen. Ich fand immer die blauen am nervigsten, weil es gibt, pass auf, rote gibt's, grüne und es gibt die blauen. So, danach gibt es noch welche, ich weiß gerade nicht, welche Farbe die haben, irgendwie eine ganz komische Farbe. Und diese sind dann so aufgebaut, die brauchen nur Alien, ja, Artefakte. Das sind quasi Alien-Körper, so nenne ich das jetzt einfach mal. Und das ist total easy, musst du bloß ein paar Alien fangen und die dann reinschmeißen und fertig. Da muss man nicht viel machen. Also die Wissenschaftspakete 3 sind quasi schon das größte Forschungsgut, was man bauen kann. Ja, deswegen kosten die ein bisschen mehr. Intelligente Greifarme zum Beispiel. Da müsste man erstmal normale Greifarme bauen, glaube ich. Genau, normale, daraus dann schnelle. Und aus den schnellen kommen dann intelligente Greifarme. Also es ist ein bisschen krasserer Weg für ein paar Wissenschaftspakete. Und davon braucht man dann auch einen Haufen Wissenschaftspakete. Also kann eine Weile dauern, bis wir da was gemacht haben. Aber kriegt man auch hin. Aber so, sozusagen müssen wir Batterien sowieso machen irgendwann. Und dann kann man ja schon mal gucken wegen dem Schwefel. Ja, Schwefel sieht voll komisch aus. Sieht aus wie so ein Kristall. Damals sah das irgendwie ein bisschen anders aus. So ein kleines bisschen. Okay, mal Luki-Luki machen. Wasser und Petroleum. Das kriegt man ja locker hin. Das können wir ja hier oben direkt an unsere Maschinerie machen. Wobei ich hier tatsächlich noch was abändern möchte. Wobei, nee. Guck mal, das passt doch super hier, ne? Funktioniert, glaube ich, super. Wenn das jetzt leer ist, dann müsst ihr anfangen, die Kohle wieder rauszuschaufeln. Ja, haben wir einen guten Vorrat gemacht. So, einen vollen Vorrat haben wir. Ja. Weil das Petroleumgas wird nicht mehr verbraucht für das Plastik. Also können wir das doch gut benutzen, um Schwefel herzustellen. Hier haben wir Wasser, haben wir Schwefel. Perfekt, machen wir gleich mal. Hauen wir gleich raus. Wir brauchen dafür aber ein Chemielabor. Wo war denn das? Das ist hier. Ah, Schaltkreise. Ah, oh, wo kriege ich denn elektronische Schaltkreise her? Ich glaube, hier unten sind welche auf dem Band. So ein paar. Ein paar können wir mitnehmen. Wlupp. So. Chemiefabrik sollte eigentlich einer locker reichen. Okay. Schwefelherstellung, machen wir mal gucken. Wasser. Das Wasser kriegt man dann durch die Pumpe. Hier haben wir noch eine einstecken? Nein. So, da kommt Schwefel. Also hier Wasser und Schwefel. Oh, bitte sei auf der richtigen Seite. Ja, Petroleum von da, Wasser von da. Perfekt. Ja, yeah, geil. Das ist schön. Ja, das muss man zeigen. Schöne Sache, schöne Sache. So. Die Frage ist natürlich, wo schiebt man es nachher hin? Das ist auch noch so ein Ding. Wo schiebt man es nachher hin? Also es muss ja dann irgendwo auch verbraucht werden, das Schwefel. Da muss ja dann noch Batterien draus gemacht werden. Ich weiß nicht, ob das die beste Ecke ist, wo man das hier gerade machen kann. Aber ist auf jeden Fall eine gute Ecke, um das anzuschließen. Wir werden, glaube ich, noch was ändern bei der Aufbaureihe, die ich hier gemacht habe. Und zwar werden wir daraus unterirdische Rohre machen. Denn unterirdische Rohre haben den Vorteil, wie man sehen kann, man kann vorbeilaufen. Hihi, hier kann man nicht vorbeilaufen. Aber hier kann man vorbeilaufen. Das ist voll cool. Oh, oh, Batterien sind fertig. Yeah. Geil. Die Batterien brauchen Eisenplatten, Kupferplatten, Schwefelsäure. Perfecto mundo. Na gut, erstmal müssen wir Schwefel machen und daraus müssen wir noch Säure machen. Schwefel ist flüssig. Nee, Schwefel ist fest und das Schwefelsäure ist dann flüssig. Und dann brauchen wir für die Batterien. Wo sind die Batterien? Die Batterien. Da. Kupferplatten und Schwefelsäure. Ja. Kupferplatten, Eisenplatten. Das heißt, hier unten haben wir unsere Kupfer- und Eisenplattenproduktion. Da müssen wir bloß die Schwefelsäure von oben noch nach unten bekommen. Wenn wir jetzt hier anfangen würden, Batterien herzustellen, einfach hier als nächstes zum Beispiel Batterien hinklatschen würden, müssen wir nicht nur die haben wir schon, müssen wir die Schwefelsäure noch runterkriegen. Aber erstmal müssen wir Schwefelsäure produzieren. Und da muss ich mal gucken. Da brauchen wir Schwefel, Eisenplatten und Wasser. Mist. Es ist immer so schwierig, weil jetzt müsste ich eigentlich die Eisenplatten
Also entweder ich baue die Schwefelsäure hier unten, indem ich hier an die Eisenplatten rangehe, oder wir nehmen uns einfach die Eisenplatten und lassen die uns hier nach oben liefern. Weil hier oben ist ja die Ölfabrik. Ja, vielleicht müssen wir die echt noch umbauen, dass wir irgendwo eine feste Ölfabrik später haben. Momentan geht es, glaube ich, so. Das heißt, ich würde dann hier unten einfach die Eisenplatten irgendwo abzweigen. Ja, ein bisschen eng hier unten, aber wir können ja auch hier das ein bisschen nach links verlegen. Dann können wir uns hier die Eisenplatten rausklauen und dann das bauen. Aber wir müssen uns mehr um den Eisen kümmern. Wir haben so wenig Eisen. Das ist so krass. Das ist so krass. Aber naja, wir haben auf jeden Fall wieder ordentlich was erreicht. Ich meine, wir haben die ganzen Forschungslabore gebaut. Wir haben da unten das ganze Stück abgerissen, das alte, ja, das alte Zeug, was wir nicht mehr brauchen. Und ja, sind wir ganz gut vorangekommen. Deswegen würde ich jetzt sagen, ich war der Tenji hier von Sinups Kanal. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Also bis dahin, tschüssi.